Kanal gibt es mal ein Video, das habe ich mit meiner besten Freundin, der Nina, gedreht. Das haben wir gemacht, als sie das letzte Mal bei mir übernachtet hat. Und deshalb gibt es heute mal eine Sleepover-Routine für euch oder eine Übernachtungsroutine. Ihr liebt ja Routinen, das weiß ich. Und wir haben auch so ein paar Tipps gegen Langeweile und DIYs für euch dabei gemacht. Und ja, weil eine Übernachtungsparty soll ja keine Langeweile-Party werden. Und ja, ich weiß, ihr seid die Weltmeister im Routinen-Daumen nach oben hochgeben. Also, ich bin gespannt, ob ihr euch heute shoppen könnt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Video. 5 a.m. Meine Freundin kommt immer so am frühen Abend, dann bringen wir erstmal ihre Sachen nach oben. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes. Und ich hatte als Überraschung heute die gleichen Schlafanzüge besorgt. Das fanden wir voll cool. Anni bringt mir da meistens auch noch eine Kleinigkeit mit als BFF-Geschenk. Schokolade und ein Einhorn bringt das Leben zum Glitzern. Oh, danke! Voll cool. Was darf beim Übernachten auf gar keinen Fall fehlen? Natürlich Süßes. Deshalb gehen wir jetzt erstmal shoppen. Wieder zu Hause springen wir dann in unsere Schlafis. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Leute, aber wir lieben es, zu backen und neue Rezepte auszuprobieren. Zack, komplette Mies-Foto-Kuchen! Wäre gut, wenn ich Holländisch könnte, oder? Wer war denn oben vor? 400 Milliliter. Heute haben wir eine Backmischung für Kekse, die ich mal aus Holland mitgebracht habe, ausprobiert. Und ab in den Ofen damit. In der Zwischenzeit fangen wir dann mal an, Annis Gästebett herzurichten. Bei mir schläft der Besuch ganz einfach immer auf meiner Airtrack-Matte. Ihr müsst auch unbedingt eine Höhle bauen, das ist voll cool und ich finde, man ist nie zu alt dafür. Ihr braucht dafür nur ein paar große Bettlaken oder Decken zu holen und noch ein paar Wäscheklammern. Mit einer Lichterkette könnt ihr es voll gemütlich machen. In der Zwischenzeit waren unsere Plätzchen auch fertig, aber ich glaube, wir haben sie ein bisschen zu lange drin gelassen, denn ich sag mal, sie waren ein wenig verbrannt da unten. Ich hab zwei. Mit nochmal Lichterketten machen wir es uns dann richtig gemütlich in der Höhle und quatschen und albern ein wenig rum. Ein
cooles DIY ist es auch, wenn ihr euch mit Knicklichtern und so ein paar Gläsern so richtig coole Lampen bastelt. Alte Marmeladengläser tun es dafür genauso gut. Die Lampen sehen richtig cool aus im Dunkeln und halten die ganze Nacht. Für unser nächstes DIY braucht ihr Filz, ein Gummiband, Wattepads, Sharpies und eine Vorlage für Schlafbrillen. Schneidet aus dem Filz zweimal die Form der Schlafbrille aus, klebt vorne drauf ein Auge aus weißem Filz und malt die Pupille auf. Fürs andere Auge haben wir nur Wimpern gemalt. Legt auf die eine Seite die Wattepads und klebt dann beide Hälften mit Heißkleber zu. Lasst an den Enden aber noch eine kleine Öffnung, wo ihr das Gummiband reinsteckt. Und dann erst klebt ihr es zu. Und schon habt ihr zwei lustige Schlafbrillen. Damit könnt ihr dann auch ein paar coole Erinnerungs-Selfies machen. Oh, wer schleicht sich denn da in unsere Höhle? Oh Gott, die Brille! Super lustig ist es auch, die Marshmallow Challenge zu machen. Dafür müsst ihr zählen, wer es schafft, am meisten Marshmallows sich in den Mund zu stopfen. Wir müssen am Ende übrigens so doll lachen, dass wir vergessen haben zu zählen. Aber auf jeden Fall kamen noch ein paar lustige Fotos dabei zustande. Als nächstes haben wir Nagellack-Roulette gespielt. Dafür nehmt ihr eure Lieblingsnagellacke und stellt sie im Kreis auf. Und aus einem Fidget Spinner haben wir uns dann einen Zeiger gebastelt, also so ein Drehdings. Jeder darf dann abwechselnd drehen und mit der Farbe, wo der Fidget Spinner drauf zeigt, muss dann lackiert werden. Okay, alle Zahnärzte, bitte jetzt weggucken. Hier stellen wir uns nämlich gerade unser Süßigkeiten-Buffet zusammen. Und probiert unbedingt mal Popcorn mit Smarties aus. Das ist so mega lecker. In unserer Höhle machen wir es uns dann gemütlich und gucken einen tollen Film über Netflix oder Amazon Prime. Sucht euch einfach was zusammen aus. Wir haben hier Vilja und die Räuber geguckt. Jetzt aber ab ins Bad, doch noch die Zähne putzen. Nachts und richtig müde werden, auf jeden Fall noch eine Kissen schlafen. Dafür gehen natürlich auch normale Kissen, aber ich hatte hier noch so gefüllte, die ich mal vom Mach dich bunt zugeschickt bekommen hatte.
und schaut einfach selbst, was dann los war. Zuerst wollten sie gar nicht aufplatzen. So was platzt! Hey, lass doch! Aber dann... Mann, was ist los? What? Zeig mir das doch! Hier, zeig mir. Hör auf! Das Zeug ließ sich aber zum Glück super gut aufklären und meine Mama hat uns dann noch beim Saugen geholfen. So, wir haben das ganze Chaos jetzt erstmal wieder weggeräumt. Nur ist jetzt eine große Runde Schlaf. Und ja, dann hoffen wir, dass wieder euch gefallen. Und ihr gebt uns auch einen Daumen nach oben. Und abonniert auch gerne meinen Kanal. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute. Maybe you got me. Believe in